Meine Lieben, ich grüße euch zum Haferflockenversteher. Dass hier bei Instagram und auf TikTok doch relativ viele alternative Fakten zu den Haferflocken gegeben hat in der letzten Zeit, werde ich euch mal ein paar Dinge hier zusammenschneiden, damit wir einfach mal die Fakten wirklich erkennen können. Gehen wir doch in diese kleine Präsentation. Weil die Haferflocken, die sollen ja sowas von schlecht sein, das Mikrobiom stören, uns ja fast umbringen, den Blutzuckerspiegel in die Höhe steigen lassen. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, wie es wichtig ist. Wir beginnen bei der ersten Studie. Die letztgenannte Wirkung haben große Aufmerksamkeit erregt und eine kritische Überprüfung der Daten zeigt, dass Haferflocken eben zum Beispiel den Cholesterinspiegel senkt. Und gehen wir doch ein bisschen weiter. Die gesundheitlichen Vorteile von Hafer sind inzwischen gut belegt. Während der Zusammenhang zwischen Beta-Glucanfasern und Hafer und der Verringerung von Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der Kontrolle des Blutzuckerspiegels eindeutig nachgewiesen wurde, werden andere potenzielle Vorteile wie die Modulation der Darm-Mikrobiota und Entzündungen weiter erforscht. Ja, das ist also genau das Gegenteil von dem, was immer wieder hier gesagt und geschwurbelt wird. Übrigens übersetzt hier mit DeepL, dass wir für euch das perfekt vorbereiten können. Nächste Studie. Es geht hier um die atopische Dermatitis, eine Hauterkrankung. Normalerweise werden wir Kortikosteroide verabreicht. Kortikosteroide sind der Goldstandard bei der Behandlung von Krankheitsschüben. Aber eine Reihe aktiver natürlicher Inhaltsstoffe kann ergänzend eingesetzt werden, um Juckreiz, Entzündung und Trockenheit zu kontrollieren. Und jetzt kommen sie wieder, die Haferflocken. Die können ja wirklich viel, oder nicht? Haferflocken sind eben richtig cool. Und das wissen so viele Menschen und so viele Generationen. Aber die neueste Generation scheint ja alles besser zu wissen. Warum sind sie so cool? Weil es eben Beta-Glucan drin hat und das ist ein richtig geiles Zeug. Weil es eben den Insulinspiegel in Relation zu den Kohlenhydraten senkt. Die Aufnahme von Kohlenhydraten wird gesenkt. Richtig coole Geschichte. Und es ist eine Nährstoffbombe. In einem Video habe ich gesehen, das sei Convenience Food. Ich habe keine Ahnung, wo die das gelesen haben, aber es ist auch wieder eine Tragik. Sie haben Haferflocken haben einen sehr tiefen glykämischen Index. Ist das nicht richtig cool? Das heißt wenig Insulin und dann ist zusätzlich noch ein Präbiotika, also kein Probiotika, weil das sind die Bakterien, sondern Präbiotika, das ist das, was die Bakterien fressen und darum ist es eben auch ein Modulator dann fürs Mikrobiom. Die Lektine werden bei einer richtigen Zubereitung eben praktisch vollständig denaturiert. Man muss es einfach wissen, wie. Und wenn ich eben alte Weizenarten nehme oder alte Flockenarten, dann habe ich deutlich weniger Lektine, die eben auf Krawall getrimmt sind. Warum? Wenn ich ein Korn hochzüchte und immer wieder hochzüchte, dann hat es natürlich mehr Abwehrverhalten gegen Schädlinge und leider auch gegen den Darm. Das ist korrekt. Aber dann wähle ich doch einfach die richtigen und gut ist. Dafür gibt es das Reformhaus. Und eigentlich, wenn es einfach geil schmecken. Oder nicht? Gehen wir mal einen Schritt weiter. 40 Gramm Haferflocken. 40 Gramm. Eine Leber ist am Morgen früh leer mit Kohlenhydraten. Und die hat bei einer Frau, die schlank ist, 80 Gramm Fassungsvermögen. Und 40 Gramm Haferflocken hat nicht mal knapp 30 Gramm Kohlenhydrate. Die decken aber Vitamin B1 schon mal 21%, also rund ein Fünftel. Dann geben wir zum Beispiel auch wieder Vitamin B9 Folat, 17%, 16% Biotin, Vitamin K 30,6%, Eisen 16,6%, Zink 17,2%, Kupfer 21%, Mangan 90%, Magnesium rund 14%, Phosphor ein Fünftel und so weiter. Das ist eine riesige Nährstoffbombe von ganz, ganz wichtigen Inhaltsstoffen. Aber ja, für euch ist es ja Convenience Food. Ich habe ja keine Ahnung, auf welchem Planeten ihr lebt, aber das solltet ihr doch mal ein bisschen genauer anschauen. Und übrigens das zu den Lektinen. Wenn ich das zum Beispiel Overnight Oats, nämlich ein bisschen oder erwärme, ab 75 Grad aufwärts, 5 Minuten kochen, zerstöre ich einen Großteil all dieser Lektine und ich habe null Problem.
Das Gleiche ist übrigens auch beim Brot, wenn ich das fermentiere, also dieses gesäuerte Brot, dann habe ich auch sämtliche Lektine praktisch zerstört. Also überhaupt kein Problem. Darum ist dieses Brot dann auch viel, viel besser verträglich. Das am Rande gesagt. Gehen wir nochmal schnell zusammenfassen: Haferflocken und Blutzucker. Die Vorteile von Haferflocken in Ihrem Diabetes-Ernährungsplan sind folgendes. Sie können dank Ihres mäßigen bis hohen Ballaststoffgehaltes und Ihres niedrigen glykämischen Index zur Regulierung des Blutzuckerspiegels beitragen. Das ist eine richtig coole Geschichte. Haferflocken sind aufgrund ihres Gehalts an löslichen Ballaststoffen und der Tatsache, dass sie den Cholesterinspiegel senken, hatten wir schon gesund fürs Herz. Aber sowas von cool. Und jetzt bitte googelst doch mal, wer ein bisschen im klinischen Bereich schon gearbeitet hat, der weiß, wie cool Haferflocken sind. Es gibt die sogenannten Hafertage in der Diabetologie. Und die funktionieren saugeil, weil wenn du Haferflocken isst und nur das, verbesserst du innerhalb von kurzer Zeit deine Insulinsensitivität. Richtig coole Geschichte. Und wenn ich Hafertage einbaue, was kann ich dann noch? Ich kann das Leberfett reduzieren. Und ist das nicht cool? Ist das nicht super geil? Meine Lieben, und all diese Schwurbeleien, aber wir haben es doch hier schwarz auf weiß, oder nicht? Aber gehen wir noch mal ein bisschen weiter hier. Meine lieben Haferflocken, Convenience Food, Eiweiß, rund 13,5 Gramm, das ist also relativ eine gute Eiweißquelle sogar. Kohlenhydrate 0,7 Gramm Zucker und ja, das hat natürlich Kohlenhydrate, aber nur circa 60 Gramm. Also auch nicht viel, habe ich übrigens sogar noch einen Fehler gemacht, oder? 40 Gramm haben 24 Gramm Kohlenhydrate, das ist gerade mal ein bisschen mehr als ein Viertel der Leber. Also wir müssen uns überhaupt keine Sorgen machen. Dann Fett 7 Gramm, hua, aber nur 1,24 Gramm sind gesättigte Fettsäuren. Und wie gesagt, sehr, sehr viele Ballaststoffe. Und das ist doch, was einfach nur cool ist. Haferflocken sind ungesund. Meine Lieben, zieht doch bitte, bitte mal euren Aluhut aus in der Ernährung. Es geht darum, dass wir ein bisschen mehr Fakten schaffen und weniger die Leute da draußen Angst haben von wichtigen und tollen Nährstoffen. Und wenn ihr schon keine Ahnung habt in der Ernährung, dann bitte seid einfach ruhig. Ich versuche in der nächsten Zeit mehrere solche Videos nicht nur als Haferflockenversteher zu machen, damit ein bisschen Fakten hier ins Internet kommen und nicht nur Ernährungsschwurbeleien.